Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, um den realen Zustand Deutschlands zu beschreiben, muss ich eigentlich nur mal berichten, wie ich am Montag zur Arbeit gekommen bin. Der Zug hatte mal wieder 30 Minuten Verspätung und ich war durchaus dankbar, weil oftmals sind es auch 90 Minuten. Und man kann die Zeit ja ganz gut nutzen. Man kann dann auf dem Bahnsteig schon die ersten Telefonate führen, wenn dann nicht die Gespräche nach 2 Minuten schon wieder immer abbrechen würden. Das ist der reale Zustand in Deutschland. Und so geht es Hunderttausenden Bürgern in Deutschland. Das ist das Falsche an Ihrer Politik. Es ist peinlich und verantwortlich. Dafür sind Sie, Frau Bundeskanzler, Herr Wirtschaftsminister und auch vorige Regierungen unter Ihrer Ägide. Sie haben aus unserem Land eine Lachnummer gemacht. Übrigens, ich grüße an dieser Stelle auch den Herrn Bundespräsidenten und freue mich, dass er es pünktlich aus Äthiopien hierher geschafft hat. Sie konnten sich ja lange zurücklehnen wegen der Nullzins-Sonderkonjunktur, aber die Bremsspuren zeigen sich sehr deutlich, auch in Ihrem Bericht. Und Sie sind darauf nicht im geringsten vorbereitet. Im Gegenteil, Sie haben mit Ihrer sorglosen Umverteilungspolitik, mit Ihrem Koalitionsvertrag voller neuer Milliardenausgaben erst dafür gesorgt, dass es sehr wenig Spielraum für schlechtere Zeiten gibt. Hier zeigt sich das unverantwortliche Handeln der Merkel-Nahles-Seehofer-Regierung. Und wir müssen jetzt vor dem Abschwung Impulse der Entlastung setzen. Jetzt wäre es an der Zeit, den Solidaritätszuschlag endlich abzuschaffen. Haben wir gefordert, haben Sie abgelehnt. Und das scheint mir offensichtlich ein Naturgesetz bei vielen Politikern zu sein. Neue Steuern einführen, das geht immer, abschaffen natürlich nie. Ich nenne es das Gesetz der klebrigen Finger. Und damit müssen wir endlich Schluss machen in diesem Land. Zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen mit der Entlastung der hart arbeitenden Mittelschicht. Also weg mit dem Soli, jetzt ist es an der Zeit. Und wenn ich das hinzufügen darf, es gäbe dafür ja bürgerliche Mehrheiten in diesem Haus. Wir sollten es einfach tun. Die Bürger erwarten es von uns. Meine Damen und Herren, gute Wirtschaftspolitik heißt, Bürgern und Unternehmen möglichst viel Freiheit für ihre eigenen kreativen Ideen zu lassen. Stattdessen steigt der Bürokratieaufwand Jahr für Jahr. Und wir erleben eine Wiederauferstehung der Planwirtschaft. Ob das die völlig kontraproduktive Mietpreisbremse ist oder das EEG, das die Strompreise explodieren lässt. Und ich muss ehrlich hinzufügen, es ist schon gruselig mit anzusehen, dass die Partei von Ludwig Erhard hier einfach mitmacht. Traurig ist das mit anzusehen. Die Autofahrer werden mit einem völlig unsinnigen NO2-Grenzwert getriezt. Die für uns wichtige Automobilindustrie droht, in Gefahr zu geraten. Der überhastete Kohleausstieg wird der nächste teure Spaß sein, löst natürlich kein Problem, kostet aber gerade in strukturschwachen Regionen viele Arbeitsplätze. Die Bürger erleben tagtäglich, was los ist, gerade im ländlichen Bereich. In meinem Wahlkreis auf der Insel Rügen macht der nächste Traditionsbetrieb zu. Der Rügener Badejunge, Deutschlands erfolgreichste Weichkäsemarke, muss weichen. 60 Arbeitsplätze gehen hier verloren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das ist die Realität derzeit in Deutschland. Und was ist Ihre Lösung? Wir konnten gerade davon lesen, eine große Ostoffensive. Ein paar Schlagworte vor wichtigen Landtagswahlen. Das ist so durchschaubar. Und ganz ehrlich, der Ossi wird müde mit der Schulter zucken und dann sein Kreuz bei der richtigen Partei machen. Weil er nämlich erkennt, es handelt sich hier mal wieder um reinen Populismus, um Regierungspopulismus. Nein, der Jahreswirtschaftsbericht zeigt mir, dass Sie immer noch auf Ihrer konjunkturellen Wolke 7 schweben. Dabei wäre es jetzt allerhöchste Zeit, vorauszuschauen und für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Das erwarten die Bürger von Ihnen. Fangen Sie bitte endlich damit an. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der SPD der Kollege Sören Bartow.